بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind immer noch mit dem vierten Kapitel, dem zweiten Teil, und sind bei Seite 24 angekommen. B. Al-Baytu min al-Bayti. Wir hatten bis jetzt das Wort, wenn es ein Dhamma hat. Und wir haben gesagt, dass wenn ein Artikel da ist, dann sagen wir al-Baytu. Wenn es aber kein Artikel da ist, sagen wir Baytun. Danach hatten wir auch einige oder zwei Harf al-Jar bekommen, Präpositionen. Und das war Fi und A'la. Fi in, A'la auf. Und jetzt werden wir zwei weitere lernen. Min und Ila. Deswegen das erste rechts ist al-Baytu min al-Bayti. Das Haus vom Haus min al-Bayti. Und hier haben wir auch gesehen, dass die Präposition den oder das kommende Wort dem Kesra gegeben hat. Al-Bayti. Und genauso al-Masjidu, die Moschee, ila al-Masjidi, zur Moschee. Min, von, ila, zu. Dann gibt es hier eben die Texte. Al-Mudarrisu, also der Lehrer, sagt, min aina anta? Woher kommst du? Muhammadun, ana min al-Yabani. Muhammad sagt, ich komme aus Japan. Al-Mudarrisu, umin aina Ammar? Und von wo ist Ammar, sagt der Lehrer. Muhammad sagt, Muhammadun, huwa min as-Sini. Er ist aus China. Al-Mudarrisu, der Lehrer, umin aina Hamidun? Von wo ist Hamid? Muhammadun, huwa min al-Hindi. Er ist aus Indien. Jetzt haben wir Al-Yaban, Sin und Hind. Bevor wir mit den nächsten Texten anfangen, möchte ich noch einige Wörter euch geben. Zum Beispiel, wenn ihr gefragt werdet, min aina anta, dann sagen wir, ana min Almania. Und so schreibt man das. Ich hoffe, das sieht man auch auf YouTube. Ana min Almania. Oder ana min Misra. Okay, das sollte ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber okay, jetzt habe ich es gesagt. Also Almania, weil am Ende ein Elf ist, können wir eben nicht den Kesra geben. Und genauso Misra, wegen einigen Gründen, die wir später lernen werden, kann es nicht min Misri sein. Kommen wir wieder zurück. Al-Mudarrisu, Aina Abbas. Der Lehrer sagt, wo ist Abbas? Muhammadun Kharaja. Muhammad sagt, er ist gegangen. Also Kharaja, rausgehen. Kharaja bedeutet rausgehen. Und ist in der Vergangenheit. Im Deutschen zum Beispiel sagen wir schreiben, lesen. Wir haben ein Infinitiv. Im Arabischen gibt es auch einen Infinitiv, aber eigentlich nehmen wir die Wörter von der Vergangenheit in der Form von er. Also er geht raus. Und dort haben wir dann das Wort sozusagen für uns als Infinitiv und von dort konjugieren wir dieses Verb. Al-Mudarrisu, aina dhahaba. Wo ist er gegangen? Aina, wo? Und dhahaba, gegangen. Jetzt haben wir Kharaja und dhahaba, zwei Verben. Muhammadun dhahaba ila al-Mudiri. Er ist zum Direktor gegangen. Al-Mudir ist Direktor. Al-Mudarrisu, der Lehrer, wa aina dhahaba Aliyun? Und wohin ist Ali gegangen? Muhammadun dhahaba ila al-Mirhadi. Er ist
zur Toilette gegangen. Letztens habe ich gesagt, Mirhat ist der Waschbecken, aber Mirhat kann man auch für die Toilette sagen. Okay, bis hier habt ihr Fragen? Nein. Okay, dann gehen wir zur nächsten Seite. Hier fangen wir dann mit den Aufgaben an. Tamarin. Ajib an al-As'ilati. Wie wir schon gesehen haben, die Fragen haben immer mit dem Text zu tun. Also wir versuchen dann die Antwort vom Text herauszuholen. Fangen wir mit Abdullah an. Die erste Frage ist, min aina anta? Was ist das für eine Seite? Die 25? Seite davor. Genau, das ist jetzt 25 und die Antwort ist auf Seite 24. Ja. Also, min aina anta? Ana min al Yabani. Genau. Oder jetzt in meinem Fall, ana min al Turkiya. Du sagst dann Anna min Turkiye. Okay. Ah ja, genau. Aber kann man das nicht Minal auch sagen, weil es heißt auch El-Türkiye, oder nicht? Eigentlich nicht. Man sagt Nein, nicht. okay. Ich dachte, ein Artikel kann man vor jedem Wort setzen. Vor jedes Wort setzen. Bei Ländern ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Okay. Ich glaube, wenn man, also das heißt ja, also das ist ja nicht El, sondern Et-Türkiye, aber wenn man das sagen sollte, mit einer Minat-Türkiye, dann würde es ja heißen, ich bin aus der Türkei. So heißt es ja, ich bin aus Türkei. Und also ich glaube, beides kann man sagen, oder? Okay, aber hier kannst du jetzt nicht wortwörtlich übersetzen. Du kannst nicht sagen, weil ich im Deutschen die Türkei sage, sage ich jetzt auf Arabisch auch die Türkei. Ah, Ja, jetzt das stimmt. bestimmt. Also da musst du gucken, ob die Araber das so sagen. Aber das ist eine gute Frage, die ich ein bisschen nachforschen muss, wann wir diesen Artikel hinzufügen. Weil im Deutschen ist ja genauso, dass wir sagen, Deutschland hat keinen Artikel. Iran, aber Ja. Türkei und hat Artikel. Das werde ich ein bisschen nachforschen und daher versuche ich das im nächsten Unterricht zu sagen, inshallah. Okay. Das bedeutet, min aina anta, ana min al-Yaban und für Abdullah, ana min Turkiya. Jetzt ist Hussein dran. Anta min al-Philippin. Bist du aus Philippinen? Oder bist Genau. du aus den Philippinen? La, ana min Türkiye, au ana min Almanya. Genau, richtig. Begriffsfrage, men minas sin. Mohammed, Mohammedun Minasin. Mohammed Minasin. Mohammed hat es gesagt. Hua minas sin. Mohammed sagte, er ist aus China. Ist die Frage nicht, wer kommt aus China? Ja, genau. Die Frage ist, wer kommt aus China? Ja, also ich sage doch Mohammed Minasin. Mohammed ist aus China. Nein, nicht gut. Mohammed ist aus Japan. Bei mir steht, achso, die Frage ist Amer, achso, sorry. Amero Minasin. Genau. Ammarun minas sini. Okay, Minasin. jetzt gehen wir zu Ahmed. Min Bruder. ein Hamidun. Ich oder Abdullah? Abdullah. Die Frage nochmal. Min aina Hamidun? Mein Mikrofon aus. In einer Hamidun. Mhm. Hua min al Hindi. Genau, richtig. Hua min al-Hindi. Er ist aus Indien. Hussein, aina dhahaba Abbasun? Abbas.
ذهب إلى المدير. Genau. Aber also Abbasun oder Abbasun? Abbasun. Ach so, okay, ja, stimmt. Abbasun ذهب إلى المدير. Aber sagt man eigentlich nicht Yudhib oder? Ja, doch, Yudhib oder sowas? Von was jetzt? Oder Yudhib? Also, er ist doch mal mit dir. Genau, Yudhib ist in der Gegenwart. Abbas geht zum Direktor. Aber hier so. Lernen wir als erstes die Vergangenheit, damit wir den Infinitiv lernen. Und dann nachher das alles darauf aufbauen. Okay. Und wie heißt es nochmal mit er geht? Also was heißt er geht nochmal? Er geht Herr Buch. Achso, okay. Ahmed, er ذهب علي إلى المدير. لا ذهب إلى المرحاض إلى المرحاضي. Genau, richtig. Okay, jetzt gehen wir zur zweiten Aufgabe. اقرأ واكتب. Lies und schreibe مع ضبط أواخر الكلمات. Mit dem Beachten des letzten oder des der Endung. Machen wir das so. Jeder liest drei Wörter. Fangen wir wieder mit Abdullah an. Das ist doch beides, hat doch dieselbe Endung dann, oder? Weil Min al-Ghurfati. Genau, al-Ghurfatu und Min al-Ghurfati. Okay, und dann doch beide dieselbe Endung. Er hat nicht dieselbe Endung. Okay. Ja. Weil beim ersten sagst du al-Ghurfatu, da machst du Dhamma und beim zweiten machst du Kesra. Okay. Okay. Hussein, drei weitere. Drei, ich habe noch das dritte noch nicht gesagt. Achso, okay. Ja. Min al-Hamami. Nein, doch, Min al-Hamami. Die Schädde beachten. Bitte? Die Schädde beachten. Min al-Hamami, ja. Genau, Min al-Hamami. Weil wenn du Hamam sagst, ohne Schädde, dann sagst du von der Taube. Okay. Okay, Hussein? Al-Mirhadu. Genau. Il al-Mirhadi. Genau. Al-Yabanu. Genau. Bevor ich anfange, von wem kommen jetzt diese Ton, ja? Elektroschocker. Tam. Al-Filipino, min al-Hindi, ila al-Sini. Genau, richtig. Okay, jetzt Aufgabe 3. Iqra waktub. Lies und schreibe. Hier, wie ihr wisst, haben wir die Haraka weggemacht. Fangen wir mit Abdullah an. Min aina Fatumatu? Nein, Fatuma Ti. Doch, tu. Fatuma Tu. Fatima Tu. Min aina Fatima Tu. Min aina Fatima Tu? Hier, min al Hindi. Genau, richtig. Hussein? خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. رو. إلى المدير. Genau. Kannst du das auch übersetzen? Warte ganz kurz. Der Lehrer ist rausgegangen. Ist das schon mal? Genau, der Lehrer ist rausgegangen. Min al-Fasli aus der Klasse. Genau. Wa dhahaba und er ist zum, also wa dhahaba ila al-Mudir, er ist zum zum Mudir, was heißt Mudir nochmal auf Deutsch? Zum Direktor. Direkt. Genau, direkt und er ist zum Direktor gegangen. Genau, mashallah. Okay, jetzt Ahmed. ذهب التاجر إلى الدكان. Was der Händler ist zum Laden gegangen.
Genau. Abdullah wieder? Sind wir jetzt bei 4? Genau, bei 4. Kharaju Hamidu. Kharaju oder Kharaja? Kharaja, habe ich schon gesagt. Spaß. Ach, okay. Kharaja Hamidu min al-ghurfati wa dhahaba ila al-hammami. Hamidu oder Hamidun? Wenn du so fragst, dann Hamidun. Hamidun. Also kharaja Hamidun min al-ghurfati wa dhahaba ila al-hammami. Und was heißt das? Ja, das ist die Frage. Was heißt als erstes Kharaja? Ich hab, ja, weil ich von Anfang an vergessen habe mitzuschreiben, also in diesem Unterricht. Okay, dann gebe ich den Joker. Kharaja heißt rausgehen. Und Hamidun? Soll ich wiederholen? Du hast gesagt, Kharaja heißt rausgehen. Genau, rausgehen. Hamidun min al-Ghurfati, was heißt das? Was heißt al-Ghurfa? Hussein, weißt du das? War das die Küche? Die Küche war Matbach. Ahmed? Da war das Wohnzimmer, oder? Genau. Wohnzimmer. Genau. Zusammen heißt dann alles. Kharaja Hamidun min al-Ghurfati, Abdullah. Ich, also. Wir haben jetzt gesagt, Kharaja heißt rausgehen. Und ja, okay. Ghurfa? Ja, Ghurfa heißt Wohnzimmer. Genau. Wa dhahaba ila al-hammam. Ich finde keinen Zusammenschluss, ehrlich gesagt. Dhahaba heißt gehen. Und Hammam heißt Badezimmer. Also geht jemand aus dem Wohnzimmer raus in das Badezimmer? Hamid geht aus dem Zimmer raus. Bitte nochmal. Jetzt, wir haben Kharaja Hamidun. Also Hamid geht raus. Von wo? Min al-Ghurfati, vom Wohnzimmer. Und geht, also Hamid geht aus dem Wohnzimmer raus und geht in das Badezimmer. Genau, richtig. So, aber. Natürlich, ein Araber, ein richtiger Araber redet nicht so. Also er redet ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, hocharabischer. Umgangssprachlicher meinst du? Wie bitte? Mehr, eher umgangssprachlich. Mit umgangssprachlich meinst du eigentlich diesen Dialekt. Aber ich meine, bei Tusha auch würde man nicht so reden. Also man würde schon ein bisschen höher reden. Achso. Also eine andere Form sagen. Okay. Jetzt sind wir bei Hussein. Nächste Seite. Ich schiebe mal jetzt zur nächsten Seite. Okay. Hier haben wir die fünfte. Den fünften Satz. Man kharaja min al-fasli. Das war der Lehrer. Al-Mudarrisu kharaja min al-fasli wa dhahaba. In dieser Aufgabe möchten wir keine Antwort. Wir möchten nur lesen und übersetzen. Kein Problem. Sorry. Also, wie gesagt, mein Kharaja min al-Fasli. Wer ging aus der Klasse? Genau, wer ging aus der Klasse? Ahmed, 6. Kharaja talibu min al-Mudarrisatu wa dhahaba ila suqi. Okay, was wenn du das, was du gelesen hast, übersetzen würde, wie würde das heißen?
Der Student ist aus der Schule, oder nein, der Student ist rausgegangen, und zwar vom Mudarrisetu, vom Lehrer, und ist zum, was hast du, geh nochmal, Moment kurz. Haben wir Suki schon gehabt? Okay, ich sage das dann jetzt. Suk heißt Markt. Und ist zum Markt gegangen. Okay, aber das hat keinen Sinn, wenn wir sagen Mudarrisetu. Da könnte man noch etwas anderes lesen. Nein. Sorry, ich meinte natürlich Madrasetu, ne? Minel Madrasetu. Genau. So. Genau. Der Student ist von der Schule rausgegangen und ist zum Markt gegangen. Genau. Abdullah, das letzte. Ich will das erste Wort vorlesen. Khidijatu, oder was soll das heißen? Nein, Khadijatu. Okay. Khadijatu. Minel. Minel Sinu. Das, nein, Minel. Minel Sini. Minel Sini, okay. Minel Sini. Wa Khalidu. Minel Yaba. Ni. Nein, wa Khalidu min al-Yabani, doch. Wa Khalidu oder wa Khalidun? Wa Khalidun, wenn du so genau fragst. Wir sagten bei den männlichen Namen, sagen wir Khalidun. Ja. Also bei den weiblichen Namen sagen wir Khadijatu. Ja. Okay. Was heißt das? Was heißt das? Khadija, also erstmal Khadija. Dann Minel Sini heißt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Tippst du gerade bei Google Übersetzer? Wer sagt das? Man hört, dass du tippst, deswegen. Okay. Okay, also Khadijatu Minel Sini ist aus China. Okay, Minel Sini heißt aus China, das habe ich gerade auch gegoogelt. Okay. Wa Khalidun Minel Yabani. Und Khalid ist aus Japan. Genau, richtig. Okay, jetzt Aufgabe 4. Da'a fil Ferrari ma yali. Also leg in der Lücke das, was kommt. Harf jar munasib. Also ein passender Harf jar. Passende Präposition. Wir haben jetzt hier Präposition. Min, ila, fi, ala. Min von, ila, zu, fi, in, ala, auf. Fangen wir mit Hussein an. Eins. Hussein, kannst du lesen, bitte? Mein Mikro ist links lautlos. Ach so, okay. Also, El-Kitabu. Mhm. Aber die Frage ist jetzt... Das ist jetzt keine Frage, das ist jetzt eine Lücke und du musst die Präposition hinzufügen. Ich weiß, aber da könnte ja alles reinkommen. Nein. Also, zum Beispiel, man könnte sagen. Ich gebe dir mal ein falsches. Ach so, doch, ich habe jetzt verstanden, das soll jetzt ein Satz sein. Also, El Kitabu fil Maktabi. Ist im Schreibtisch? Ah, ich habe Maktab mit Schreife verwechselt. Also mit Schule, nein, mit Schule habe ich es verwechselt. Alal Maktabi. Genau, Alal Maktabi. Ahmed, Nummer 2, genau da links. At-Talibu fil Fasli. Genau, was heißt das? Der Student oder der Schüler ist in der Klasse. Genau, der Student ist in der Klasse. Abdullah, Nummer 3. Mikrofon anmachen, bitte. Hat der eine Pause eingelegt, oder was? Wie bitte? Hat der eine Pause gemacht, oder was? Nee, ich dachte, mein Mikrofon wäre die ganze Zeit an. Darum bin ich jetzt nicht separat, weil ich verfolge das
Papier sozusagen von der PDF, aber... Ich habe gerade ausgemacht. Ich kann das einstellen, weil wenn's, du tippst ja und deswegen stört es ein bisschen. Deswegen mache ich dann immer automatisch aus. Ich tippe nicht. Hä? Ja, irgendjemand tippt die ganze Zeit, das hört sich an wie ein AK im Hintergrund. Okay, drei. Bitte? Nummer drei jetzt? Ja, Zahabi, okay. Zahabi, Hamidun al-Jama'ati. Al-Jama'ati. Al-Jama'ati ist die Universität. Ja. Welche Präposition fügen wir hinzu? Wie? Jetzt bei Hamidun und daher gibt es eine Lücke. Und dann Al-Jama'ati. Welche Präposition fügen wir hinzu? Men, ila, fi, ala. Viel. Er geht zur Universität. Ja. Aber vier ist in. Dann, also the men auf jeden Fall nicht. Auch. Min geht auch nicht. Alle ist auf. Jetzt ist nur noch eine geblieben. Ja. Ila. Ja. Ila Jamiatu. Jamiati. Ja. Hä? Warum komme ich jetzt so durcheinander dabei? Lies mal nochmal den Satz. Also, Zahabe Hamidun ila al-Jami'at tu. Warum Jami'atu? Nein, Jami'ati. Okay, nee, ich dachte, du hast mich vorhin auf tu verbessert, aber Jami'ati. Okay. Also jetzt ist alles klar. Inshallah. Okay. Aber also, das ist doch jetzt so, weil es weiblich ist, oder? Al-Jami'ati? Wo genau ist deine Frage jetzt? Weil eigentlich, also wir hatten noch gelernt, wenn L davor ist, also ein Artikel davor ist, dann enden wir auf jetzt, also auf U, auf Al-Jami'atu. Er hat sich versprochen gehabt, ja, Al-Jami'atu ist richtig, er hat sich versprochen gehabt. Ach so, okay. Jetzt, wir sagen Al-Jami'ati und nicht oder Jami'atin, weil da ein Artikel ist. Das erstens. Zweitens, wir sagen Al-Jami'atin. Weil es nach einer Präposition kommt. Meinst du nicht andersherum? Wie bitte? Bei Artikel musst du Jami'atu und bei Präposition musst du Jami'ati machen. Du hast gerade andersrum erklärt. Nee, ihr seid jetzt ganz durcheinander gekommen. Der Artikel sagt uns, wann wir N sagen oder R oder in oder I oder un oder U. Das hat nichts von U auf I zu umwandeln zu tun. Dass wir mit Kesra lesen, hat doch was damit zu tun, dass es weiblich ist, oder nicht? Nein. Das mit dem Kesra hat mit der Präposition was zu tun. Ach so. Nein, also seine Frage ist jetzt einfach, bei der Grundform, heißt es jetzt Al-Jami'atu oder Al-Jami'ati? In der Grundform Al-Jami'atu. Ja, das meinte ich. Genau. Du hast aber bei Abdullah Al-Jami'ati gesagt und deswegen hat Abdullah dich nochmal gefragt gehabt. Achso, also ich habe Al-Jami'ati direkt gesagt, weil wir Ila benutzt haben. Achso, okay. Meine, auch wenn wir es gesagt haben, bevor wir die Lücke vervollständigt haben, weil sowieso eine Präposition kommen wird. Deswegen habe ich schon direkt Al-Jami'ati gesagt. Ist es bei allen Präpositionen so oder jetzt nur bei Ila? Allen Präpositionen. Bei allen Präpositionen kommt das nächste Wort I. Sagen wir zu 99%. Also da kommen noch einige Regeln oder einige Sachen, die aus der Regel rausgehen. Ausnahmen. Okay. Wir waren jetzt bei Abdullah. Jetzt wieder Ahmed, hast du schon gemacht? Eigentlich wäre jetzt Hüsschen dran. Achso, okay. Ja, genau. Nein, Kharaja. Okay. Abdullah hat drei gemacht, war genau. Ja, ich habe Zahaba gemacht, jetzt Kharaja. Ich hatte eins gemacht.
Oder okay. Jetzt ist Hüseyin bei Nummer 4. خرج المدير إلى المدرسة. إلى المدرسة. إلى المدرسة. Rausgehen, da benutzen wir immer von und nicht zu. Ach so, stimmt, ich habe es verwechselt mit normal gehen. Also minal madrasati. Was heißt das? Das heißt, der Lehrer ist aus der Schule rausgegangen. Also eigentlich von der Schule, aber auf Deutsch sagt man ja aus der Schule. Der Lehrer? Der Direktor. Genau, der Direktor ist aus der Schule rausgegangen. Okay, jetzt Ahmed, die Letzte. Wie soll ich das machen? Das heißt bei Mohammed und Minasini und dann? Soll ich einen anderen Namen erwähnen? Nee, hier noch eine Präposition. Ja, guck mal, da steht er kommt aus China. Nicht und, er kommt. Zahab ist gegangen. Er geht zu China, aber kommt aus Japan, oder wie? Soll ich das so lesen? Umgekehrt. Er geht von China nach Japan. Also, okay. ذهب محمد من الصين إلى اليابان. Genau. Super. Und die neuen Wörter stehen dann eben da unten. المدرسة, die Schule. الفصل, die Klasse. الحمام, die Toilette. Oder das Badezimmer. المرحاض, die Toilette. المطبخ, die Küche. الغرفة, das Wohnzimmer. Al-Jami'atu, die Universität. Al-Suq, der Markt. Al-Yabanu, Japan. Al-Sinu, China. Al-Hindu, Indien. Al-Philippinu, Philippinen. Al-Mudiru, der Direktor. Zahaba, gehen oder ging, besser gesagt. Kharaja, rausgegangen. Und darunter eben die Präposition Fi, in, ala, auf, min, von und ila, zu. Und somit sind wir inshallah mit der Lektion 4 fertig. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.